Ja, hallo liebe 1000 BestTV-Freunde, R1200 GS Adventure und F800 GS Adventure Test hier in den Alpen. Willkommen hier in Ischgl, wir sind hier beim Highbike-Testzentrum in Bad Znaun, das Paradies auf Erden hier mit 40, 45 Testbikes stehen hier zur Verfügung. Wir haben uns heute die zwei Adventures aus dem BMW-Programm rausgepickt und sind damit die Silvretta Hochalpenstraße rauf und runter gefahren. Ich muss sagen, ich bin ein großer Freund der Adventure-Baureihe, weil es wirklich eine Baureihe ist mit sehr unterschiedlichen Motorrädern eigentlich, nämlich mit einer großen und einer kleinen, und so fühlten sie sich für mich aus an, die große in jeder Hinsicht einfach größer, deutlich stärker, die kleine ein bisschen kompakter, deutlich schwächer und natürlich deutlich günstiger. Was mich persönlich überrascht hat, war, dass die vermeintlich kleine GS vor allem beim Fahrkomfort und auch beim elektronischen Fahrwerk und so ein extrem ausgewachsenes Motorrad war. Für mich also insgesamt wirklich eine schöne Baureihe, die sich, wie soll ich sagen, nur in den Nuancen des Motors dann dramatisch unterscheidet, aber einen sehr, sehr ähnlichen Charakter aufweist hinsichtlich Fahrkomfort, Windschutz und so weiter. Das hat mir wirklich gut gefallen, und in der großen Adventure habe ich immer so das Gefühl, wenn ich am Parkplatz so stehe wie ein gestrandeter Wal am Strand, und erst dann, wenn ich die Kupplung einlege und so ein, zwei km/h fahre, fühle ich mich so, wie wenn mich die Greenpeace-Leute eben zurück ins Wasser gestoßen hätten. Dann wird plötzlich alles leicht und je schneller man wird, souverän, und souverän, glaube ich, trifft es ganz gut mit der R1200 GS Adventure. Sie ist einfach hier sehr, sehr souverän in den Alpen unterwegs. Da ging mir nichts ab, auch wenn ich beim Aufsteigen mir die Hebel angesehen habe und die Bedienelemente und mir gedacht habe, wer braucht das alles? Jetzt am Ende des Tages möchte ich eigentlich nichts davon missen. Ich weiß nicht, ob meine Kollegen hier ähnlich dekadent denken wie ich. Kollege Fauli, wie stehst du zu den beiden Adventure-Modellen hier? Ich bin kein großer... Kannst du das Mikrofon bitte selber halten? Danke. Ich habe mir gedacht, das machst du alles. Ich bin kein großer Fan von den Adventure-Modellen. Ich bin eher der Fan von den jeweiligen Modellen ohne Adventure, weil, okay, die F800 GS Adventure, die ist jetzt nicht so ein dickes Drum, aber die R1200 GS Adventure, das ist für mich dann schon zu dick. Dafür taugt mir eben die normale GS irrsinnig. Ich bin zuerst die F800 GS Adventure vor eben der R1200 GS gefahren, und muss sagen, ich war schon begeistert, dass die trotz ihrer wuchtigeren Erscheinung und auch der wuchtigeren Auslegung insgesamt trotzdem sehr agil um die Kurven geht. Motor, naja, okay, es ist ein 800er. Umstieg dann auf die R1200 GS war aber einfach einzigartig, wie das dicke Drum um die Ecken zu zirkeln ist. Also das ist ja fast noch angenehmer zu fahren als die kleinere, leichtere 800er, weil eben der Boxermotor, tiefer Schwerpunkt, jetzt der Motor mit den 125 PS, Wasserkühlung, das reißt an ohne Ende. Das ist wirklich ein spitzenmäßiges Motorrad, das für alles zu gebrauchen ist. Und die überfrachteten Hebeln mit den vielen Knöpfen, ich mag das schon ganz gern, wenn jede Funktion einen eigenen Knopf hat. Ja, man braucht ein bisschen, bis man sich zurechtfindet, aber wenn das dann soweit ist, dann funktioniert das einfach blind, und man muss nicht einen Knopf für 10 Funktionen drücken. Optisch, wie gesagt, geht es für mich jetzt nicht unbedingt, sie ist mir wirklich ein bisschen zu dick. Ich würde die normale GS nehmen, aber ich war restlos überrascht, wie agil dieses fette Drum zu fahren ist. Gut, du genauso? Ich muss sagen, mir geht es da ganz anders als dir. Habe auch ein bisschen Angst, dass ich schon langsam befangen bin, weil mein Traumfuhrpark im Moment besteht fast nur noch aus BMWs, und eins dieser Traummotorräder ist eben die GS Adventure. Die konnte ich ja schon in Mallorca beim Test fahren, und das würde ich einfach so sofort mitnehmen. Ersetzt für mich ungefähr 4 andere Motorräder in der Garage. Ich mag diese wuchtige Erscheinung, den breiten 30-Liter-Tank. Das ist ja 3 weniger als bei der letzten, aber dadurch, dass sie einen geringeren Verbrauch hat, soll die Reichweite gleich geblieben sein. Sie hat etwas mehr Bodenfreiheit, mehr Schwungmasse, es ist ein bisschen ein sanfteres Ansprechverhalten. Und ich habe immer das Gefühl, ich werde von ihr beschützt, wenn ich im Sattel sitze. Ganz anders als bei den anderen Motorrädern, weil sie eben so massiv gebaut ist. Ich mag auch extrem diese Bundeswehrlackierung, die ganzen Details daran. Da sieht man einfach, dass BMW seit 30 Jahren oder seit mehr als 30 Jahren solche Adventure-Motorräder baut, und die können das einfach. Genauso diese Hardcases und so, die extrem einfach zu bedienen sind. Und natürlich brauchen wir gar nicht reden, elektronisches Fahrwerk, abschaltbares ABS, die Fahrmodi, einfach ein Traum. Ja.
Das Einzige, was halt da ist, natürlich wieder, aber ich glaube, das interessiert die BMW-Kunden weniger, dass wir viele aufpreispflichtige Details haben. Wir haben sogar einen Bankomaten, ja, das wäre gut, das wäre schön, einen Tempomaten drauf. Und also da würde ich halt mir halt das Full Package bestellen. Ja. Also da würde ich auf kein extra verzichten wollen. Das Problem war, dass ich zuerst auf der gesessen bin und dann auf der 800er. Und das war natürlich ein ganz schwerer Downgrade. Ich habe mich aber dann umgestellt mit den Kilometern. Du musst das halt mehr gleiten lassen, einfach sanfter, schön Schwung mitnehmen. Du hast halt diesen Druck aus den Ecken, nicht in den Spitzkern. Dafür tut man sich leichter, wenn man mal stehen bleibt und umkehren muss oder manövrieren. Da wird es da richtig schwer, das hat der Nils auch schon gesagt. Man muss ganz anders damit umgehen. Und es ist halt, ich sage es nicht gern, aber es ist halt wahrscheinlich eher was für eben so Anfänger vielleicht, Leute, die es gern leichter haben, vielleicht auch Frauen. Und das ist halt, ja, ich sage auch nicht gerne, aber es ist das Männergerät. Ja. Ich kann auch nicht in jeder Situation gut damit umgehen. Sie würde mir wahrscheinlich auch irgendwann einmal umfallen, innerhalb eines Jahres. Aber es würde nichts passieren. Es würde nichts passieren. Sturzbügel überall dran, extrem massiv gebaut. Also das, mein absolutes Traummotorrad. Und das ist einfach nichts für mich. Aber ich verstehe auch, wieso man dann zu so einem Motorrad greift.